Hallo, herzlich willkommen zu diesem kleinen Video hier aus dem Süden Berlins. Ich habe jetzt gerade mal mit den Spaß gemacht, nachdem wir ja am Sonntag über das Banula-System gesprochen haben und viele von euch sich in den Kommentaren dafür ausgesprochen haben, ad hoc zu laden. Das heißt also, Ladepreise zu akzeptieren, die hier direkt an einer Ladesäule aufgerufen werden. Wenn man zum Beispiel so wie hier den, da ist er, wo ist er, hier ist er, den QR-Code scannt, an dieser Ladestation kann man sogar Giro E nutzen. Das heißt, mit der einfachen Girokarte hier einen Ladevorgang freischalten. Und ich wollte mal wissen, was kostet das eigentlich? Und war eben drüben in der Nachbargemeinde in Teltow und da stehen mehrere AC-Ladesäulen von E.ON bzw. von der EDIS aufgebaut, aber strommäßig beliefert von E.ON. Und da zahlst du entspannte 77 Cent pro Kilowattstunde plus 58 Cent für den Start der Ladesession. Wenn ich das mal umrechne bei 10 Kilowattstunden Verbrauch, das schaffe ich also mit meinem kleinen Skoda im Sommer, wenn ich entspannt durch die Gegend rolle. Ich komme sogar mal unter, aber um die 10 Kilowattstunden muss man rechnen. Mit Ladeverlusten vielleicht sogar eher 11 oder 12 Kilowattstunden, dann lande ich ja schon bei fast 10 Euro auf 100 Kilometer. Und das grenzt dann schon so ein bisschen an Hypermiling. Ist nicht ganz so schlimm, der Skoda verbraucht nicht viel. Ich stehe jetzt gerade hier mit unserem ID, der braucht so im Moment, wir haben jetzt Mitte, Ende Oktober, wenn ihr das Video irgendwann später seht. Heute ist der 22. Oktober, wir haben jetzt eine sehr angenehme Aussicht. Also ich kann ohne Heizung fahren, liege ich so bei ungefähr 12,5 Kilowattstunden, dann habe ich die 10 Euro Grenze auch schon gerissen. Wenn ich ein bisschen Auto habe, was ein bisschen mehr verbraucht oder wenn ich tatsächlich heizen muss, dann muss ich ja damit rechnen, locker mal gerne so 15, 16 Kilowattstunden zu verbrauchen. Und dann nähere ich mich ja so langsam der 15-Euro-Grenze pro 100 Kilometer. Und dann muss ich niemandem versuchen zu erklären, mit einem Elektroauto zu fahren, der keine eigene Wallbox hat, sondern der auf so eine Ladestation angewiesen ist. Totaler Irrsinn. Gestern ein Interview gehört mit der Frau Müller vom VDA. Auch auf die Frage, warum die E-Mobilität in Deutschland so schlecht läuft, kam mehr oder weniger als Antwort, naja, wir brauchen halt mehr Modelle und einen besseren Ausbau der Ladeinfrastruktur. Ist ja alles richtig. Hier haben wir zum Beispiel wirklich eine gut ausgebaute Ladeinfrastruktur, aber bei 77 Cent pro Kilowattstunde werde ich keinen, wer wie gesagt keine eigene Wallbox hat oder irgendwie anders laden kann, das zumuten. Klar, ihr werdet jetzt einwenden, naja, wer lädt denn schon ad hoc? Aber wie gesagt, ad hoc laden und bezahlen ist ja im Prinzip genau das, was ich an der Tankstelle mache. Da fahre ich hin, da habe ich ja keinen Vertrag mit meiner Tankstelle und zahle einfach, was da steht und habe keinen Vertrag, keine Ladetankkarte oder sonst irgendwas. Das ist klar, ist mir schon klar, braucht ihr jetzt auch nicht unbedingt in die Kommentare reinzuhämmern. Die meisten von euch haben halt irgendeinen Vertrag mit ihrem Ladestromanbieter. Aber wenn ich jetzt hier meine gelbe, blaue oder grüne Karte ranhalte, dann werde ich auch Richtung 70 Cent rechnen müssen. Es geht auch ein bisschen anders hier an der Ladestation, hier an einer unserer Ladestationen hier bei uns in der Gemeinde, in der ich wohne. Da ist es erstaunlich günstig, muss man sogar schon fast sagen. Denn wenn ich hier ad hoc laden will oder mit Giro E mich freischalte, ist ja auch eine Form von ad hoc laden, liege ich bei nur noch 49 Cent pro Kilowattstunde. Keine Startgebühr und auch keine zusätzliche Zeitgebühr, was war lange Zeit hier nämlich auch mit drin. Allerdings eine Standgebühr nach 240 Minuten, also sprich nach 4 Stunden, werden 5 Cent pro Minute zusätzlich fällig. 49 Cent, also sprich 50 Cent, naja, da kann ich mal sagen, da liege ich dann so, wenn ich einen sehr, sehr hohen Verbrauch habe, sprich so Richtung 20 Kilowattstunden, dann bei ungefähr 10 Euro pro 100 Kilometer. Und wenn ich einen niedrigeren Verbrauch habe, entsprechend runter. Wenn ich sogar so ein sparsames Fahrzeug habe, was ich irgendwo zwischen 10 und 15 Kilowattstunden fahren kann auf 100 Kilometer, dann liege ich irgendwo so zwischen 5 und 7,50 Euro pro 100 Kilometer, was absolut vergleichbar ist mit einem Verbrenner. Wir haben aktuell so Spritpreise von 1,55 für Benzin und so etwas niedriger für Diesel. Das geht im Moment ganz schön hin und her. Und da kann sich jeder von euch selber ausrechnen, selbst wenn er einen sparsamen Hybrid hat, wird er immer noch so um die 4 Liter brauchen. Bin ich also ungefähr pari, aber ist eigentlich
in Bezug auf, wenn ich das so ein bisschen noch in Betracht setze, zu den Anschaffungskosten eigentlich immer noch zu viel. Also ich wollte jetzt hier jetzt nicht zu tief in dieses Thema eintauchen, aber ihr könnt sehen, Ad-Hoc-Laden, das kann mal ganz gut sein. Man muss aber wirklich ganz genau gucken, 77 Cent für eine Kilowattstunde und dann auch noch eine Startgebühr. Da muss man sich schon wirklich an den Kopf fassen und fragen, was stimmt mit euch nicht? Meint ihr etwa wirklich ernsthaft, dass da irgendeiner das nimmt? Ist das ein Abschreckungspreis? Soll man ad hoc gar nicht laden? Und warum ist ad hoc Laden eigentlich so teuer? So richtig beantworten konnte mir das bisher gar keiner. Na gut, ich werde aber heute auch hier nicht laden, sondern ich lade wie immer zu Hause. Ich habe das Glück, ich kann zu Hause laden. Und das ist natürlich erheblich günstiger. Trotzdem muss ich mal ehrlich sagen, es ist eigentlich wirklich so nicht attraktiv und daran muss aus meiner Sicht noch sehr, sehr stark gearbeitet werden. Ob ich jetzt hier irgendeinen Anbieter finde mit einer Ladekarte, das ist hier wird hier gepowert von der EMB, das ist hier der Gaslieferant, der Hausgaslieferant in unserer Gemeinde hier und in der Region, weiß ich gar nicht, schätze mal nicht. Was ich vorhin mal so geguckt habe bei Charge Price, da waren die meisten Angebote sogar noch deutlich drüber. Gut, schreibt doch mal gerne in die Kommentare und das interessiert mich jetzt nämlich sehr. Habt ihr bei euch in der Gemeinde auch so AC-Ladestationen? Denn das ist ja für viele attraktiv, die keinen eigenen Parkplatz haben und ihr Fahrzeug hier halt mal über Nacht hinstellen wollen. Jetzt mal unabhängig von der Blockiergebühr. Aber was kostet eigentlich bei euch das Ad-Hoc-Laden in eurer Gemeinde, in eurer Kommune an so einer AC-Ladesäule? Vielen Dank dafür, dass ihr das mal in die Kommentare unten reinhämmert. Und dann sage ich einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.